Es ist Freitag, der 10. April, der Karfreitag, der Tag vom Begräbnis, vom Tod von Jesus. Es heißt im Psalm 90, 16, zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und Lukas 24, 6 und 7, gedenkt daran, wie Jesus zu euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Der Baum ist umgestürzt, der Strunk steht noch da, ist hohl. Er erinnert mich oder symbolisiert für mich einen von meinen traurigsten Karfreitagen, den ich erlebt habe, überhaupt auch der miserabelste Karfreitag. Ich war in Tirana, Albanien, der Flüchtlingsstrom hat sich aus dem Kosovo in die Hauptstadt ergossen. An den Strassenrändern sind sie überall gestanden, Mütter mit Kindern, kleine Kinder zum Teil, Grossväter, die auch Teile der Familie noch herumgetragen haben, das Kind auf der Schulter, vielleicht eins vorne, alte Frauen, die fast nicht mehr mögen. Sie sind kilometerlang dort gestanden, zum Teil sind sie mit Traktoren und Anhängern aus den Bergen oben runtergekommen. Endlich ein bisschen an einem sichereren Ort. Etwas, was man nicht gesehen hat, sind junge Männer, die sind entweder eben im Krieg waren oder schon längstens umgebracht. Das war eine grosse, bedrückende, elende Traurigkeit in dieser ganzen Stadt. Ich war in diesem kleinen Missionshaus, das die HMK betreibt, zusammen mit einer Pfingstgemeinde, die eine Druckerei hat und einen Saal für die Gemeinde. Und dort ist der Schlachtplan für den nächsten Tag, wie man den Flüchtlingen helfen wollte, ausgeheckt worden. Man hat sich entschlossen, man geht auf Sportplätze und in Turnhallen, wo sie zu Hunderten und Tausenden sind, geht mit Sandwich und geht ihnen das Nötigste bringen und wird sich um die Ärmsten kümmern. Und dann bin ich am nächsten Tag mit ausgerückt und habe das alles zusammen live gesehen. Als ich so gesagt habe, ich sei nicht nur für das Materielle gekommen, sondern für ein Menschenleben zu retten, ist praktisch im gleichen Moment ein Telefon aus dem Spital gekommen, das gesagt hat, jetzt ist ein Kind von den Flüchtlingen geboren, ein schwer behindertes, es ist im Spital, die Eltern sind schon weiter, es wird es wahrscheinlich nicht überleben, wenn man es nicht kann in Westen ausführen kann, weil dort in Tirana sind die Möglichkeiten gar nicht vorhanden. Da habe ich gesagt, das ist mein Auftrag, jetzt weiss ich, das ist das Leben, das ich soll retten kann, für das bin ich hier in dieser Stadt. Vorher und auch nachher habe ich nie meinen Fuss in ein Gebiet hineingesetzt, wo man sagen musste, es ist eigentlich Krieg. Die Zersplitterung der Gesellschaft, die Zertrümmerung, die Aushöhlung von all dem, was vorher noch tragfähig war, das habe ich nur dort eins zu eins mitbekommen. In der Nacht sind dann auch Raketen auf Tirana geflogen und dort explodiert. Das war allerdings ein anderer Stadtteil als der, wo wir uns aufgehalten haben. Am anderen Morgen habe ich dann probiert, eine Bewilligung zu bekommen, für das Kind in die Schweiz rüberzunehmen und also eben zu retten. Aber das ist mir im ersten Anlauf verwehrt worden. Es waren viel zu viele bürokratische Hürden. Leider habe ich unverrichteter Dinge am Tag darauf die Stadt wieder verlassen müssen. Mit dem Flugzeug bin ich heimgeflogen, mit einer grossen Hoffnung auf der einen Seite. Ich werde das Menschenleben noch retten können. Jetzt halt einfach mit Anstrengungen von der Schweiz aus. Auf der anderen Seite auch mit einem seltsamen Gefühl, ich habe doch jetzt auch einen Fehler gemacht, jetzt hätte man unbürokratisch sein sollen. Das Gefühl hat mich nie ganz verlassen, bis zum Schluss von der Geschichte, die ihr an späteren Tagen dann noch den Rest werden hören. Ich bin heimgekommen, es war natürlich kein grosser Empfang für mich, sondern einiges musste einstecken. Die Leute waren durcheinander und verunsichert. Warum kann ein Pfarrer überhaupt einfach plötzlich sich verabschieden und in ein anderes Land gehen für irgendeine Aktion, die ja eigentlich niemand versteht? Es hat für mich also nachher noch eine relativ herausfordernde Begegnung gewartet und dann auch stattgefunden, aber wir konnten uns schlussendlich einigen. Das Bild habe ich mitgenommen aus diesem Konfliktgebiet. Eine ganze Reihe von jungen Männern, die einfach nicht mehr vorhanden sind. Eine Generation, die abgeknickt ist, in den besten Jahren zerstört, zu Boden gegangen, am Krieg zum Opfer gefallen, zurückgeblieben. Es sind alte Leute, Mütter und viele Kinder, die nachher sich als Flüchtlinge durchgeschlagen haben. Wie ich gesagt habe, Karfreitag live, ich werde es nie vergessen. Aber es gibt auch Hoffnungsschimmer geben. Ich werde noch etwas mehr über die Geschichte sagen. Am Ostertag. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag.